Herzogtum Waldblattsingen. Das Herzogtum Waldblattsingen wurde von dieser Ratte, von einem Keeper, Asmodius, erobert, der die Frechheit besitzt, den Portaljuwel für sich selbst zu beanspruchen. Da er von den silvanischen Elfen verfolgt wird, hat er sich mit dem Portaljuwel in seinem Dungeon verbarrikadiert und sich auf eine lange Belagerung eingerichtet. Okay, das müsste die Mission sein, die ich eigentlich so gesehen gar nicht mag. Aber legen wir mal los. Es gibt hier einen Keeper namens Asmodius. Seine Macht ist beeindruckend und er besitzt den Edelstein, den ihr haben wollt. Aber sein Dungeon wird von den silvanischen Elfen belagert. Die wissen zwar noch nichts von eurer Anwesenheit, werden aber bestimmt nicht sehr erfreut sein über eure Einmischung. Ihr müsst einen Weg finden, die Belagerung zu durchbrechen und Asmodius zu vernichten. Beeilt euch, es gibt viel zu tun. Also, gleich sobald ich hier die ersten Mission ist zum ersten Mal ein Gegner-Keeper ausgeschaltet. Und zwar Asmodeus. Das Problem ist, ist alles Mögliche. Und ja, wir sitzen in mal eine ganze Stunde und haben wir die Helden auf uns zu sein und auf Asmodeus. Gleich mal das Gold ausgraben. Jetzt genau da drin. Auf jeden Fall war es das Schwierigste. Ich glaube, es war sogar das letzte, was ich gespielt habe, weil mir dann einfach die Motivation gebracht hat. So, die sollten wir groß genug machen, damit wir auch Teufel kriegen. Die Teufel werden wirklich groß gezogen, soweit ich in Erinnerung habe. Und Teufel sind halt verdammt starke Einheiten. Verstammt ziemlich starke Kreaturen. So, was schreien die? Eiserne Jungfrauen brauchen eine Folterkammer, die können sie bald haben. Trainingsraum und ein Casino. Trainingsraum, der kann hier hin. Dann kann vom Trainingsraum hier die Werkstatt abgehen. Die kann ruhig etwas kleiner sein. Ah, die können wir hier quer verbinden zur Bücherei. Hinter der Werkstatt sollte das Gefängnis sein. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ja, haben wir schon zu viel wieder mal? Auch gut. Dann grabt mir lieber die anderen Sachen erstmal aus. Weil das Geld werden wir ausgeben und dann brauchen wir auch gleich neues Geld. Ja, die Schatzkammer, die brauche ich.
Und ich brauche jemanden, der mir das Portal einnimmt. Und zwar habe ich die Befürchtung, dass sich irgendwann wieder Gegner hier in unser Dungeon reingraben wollen. Deswegen sollte ich mich sputen. Die Mission ist allgemein ziemlich... Oh, was ist da? Ein Geheimnis. Er erbeutet ein Portal. Das können wir gleich mal einnehmen. Oh, schon eingenommen. Aber den benutzen wir jetzt noch nicht. Der verstärkt nämlich meine Wände. Und wenn ich jetzt hier die Wände überall verstärke, dann behindere ich nur meine Grabarbeiten. Die sollte ich lieber mal was vorantreiben. Eine neue Spezies ist vor den Dungeon gekommen. Ja, Magier, genau. Also Goblins scheinen wir in den höheren Missionen keine mehr zu kriegen oder wahrscheinlich eher selten, so wie es den Anschein hat. Also es wäre jetzt schon längst einer gekommen. So, buddeln wir hier das Gold noch aus. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Oh, was ist jetzt gekommen? Ah ja, der Troll. Gut. Hier machen wir noch etwas größer für den Kerker. Reicht das für die Folterkammer? Nein, ich glaube, ich sollte sie wirklich da direkt dran pflanzen. Ein Raum, Folterkammer und Kerker machen. Und hier den Trainingsraum mal bauen. Den machen wir schön groß. Dann haben wir nämlich hier mehr als genug Übungsgeräte. Und auch hier gleich die Hühnerfarm ordentlich groß machen. Jawohl. Das dürfte reichen, um Teufel anzulocken, glaube ich. Ich glaube, so 4 Hühnerhäuser. Sacken wir hier mal das Gold ein, dann können wir unsere Imps etwas entlasten. Die sind nämlich mit Grabarbeiten beschäftigt. Oh, wir sind auf Wasser gestoßen. Das ist vielleicht neue Spezies ist in euren Dungeon nicht so gut. Ah ja, genau, die Teufler. Sehr schön, jetzt haben wir Teufel. Haben wir schon unseren ersten Teufler im Dungeon. Kerker. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir den unbedingt brauchen werden. Okay, jetzt weiß ich, dass wir ihn brauchen werden. Interessante Zauber entdecken. Hört ihnen gut zu. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Okay, das war jetzt gerade eine interessante Information. Glücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. So, schnapp dir gleich mal. Du solltest ja eigentlich den Magier schnappen. Okay, das macht ein anderer dafür. Hier auf der Seite des Flusses scheint es weiterzugehen. Das Stück sieht eigentlich groß genug aus. Bauen wir mal hier eine Schatzkammer hin. So. Also hier scheint irgendwas zu sein. Ich benutze mal den bösen Blick, um mal zu gucken. Tatsache, hier ist ein Raum mit einer Angstfalle und einem Riesen. Und was ist hier? Oh, ein Heldenportal. Okay, darum müssen wir uns als erstes kümmern, bevor wir uns um den Vormarsch kümmern.
gescheit auch was zu sein. Zum Schlafen hat. Weil von da kamen ja Helden. Hier ist auch eine Schatzkammer. Und auch ein Heldenportal. Okay, wir haben zwei Heldenportale. Eins in der Richtung und eins in der Richtung. Da sollten wir gucken, dass wir uns darum kümmern. So schnell wie möglich. Aber erstmal müssen wir uns um den Teufler kümmern, der keinen Platz zum Schlafen hatte. Machen wir mal den Schlafraum auch noch ein bisschen größer. Für alle Fälle, falls ich ein zweites Portal finden sollte. Und noch ein Angriff. Diesmal in meiner Trainingsraum. Okay. Ihr müsst eine Truppe zusammenstellen, bevor die Helden euch bemerken. Okay, ich glaube, jetzt könnte ich mal die Wände verstärken. Sind verstärkt worden. So. Jetzt baue ich die Folterkammer hier hin. Es war so groß. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Beben. Dieser Zauber verbreitet Schrecken und Zerstörung. Er trifft Freund und Feind gleichermaßen. Und er rüttelt die Wände und Decken eines Dungeons so kräftig durch, dass sie brüchig werden. Ein höchst mächtiger Zauberspruch. Okay, da kommen jetzt Helden aus dem Heldentor. Und als Skelett wieder auferstanden. Dann fangen wir die gleich mal ab, die beiden. Okay, wir haben also den Bebenzauber gelernt. Nochmal? In meine Hühner. Nochmal in meine Hühnerfarben. Na, ganz toll. Okay, meine Trolle sind keine Kämpfer. Das merkt man. Der Elf, der rennt vor meinem Skelett weg. Na, das können wir gerade gebrauchen. Was wir jetzt gerade brauchen könnten, wäre Gold. Ah ja, hier. Graben wir mal die Goldader. Oh, da ist sogar ein Edelstein, das ist gut. An. Und hier drüben müsste auch noch eine etwas größere Goldader sein. Graben wir mal. Hier rum so hin. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gut, hier oben sind noch kleinere Goldfitzel, aber die sollte ich, obwohl die kann ich mal angraben. Okay, hier scheinen mehr. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Und ich habe nicht mehr genug Gold. Das bedeutet, Imps müssen her. Zwei Imps, die beim Goldgraben helfen. Mist, so eine Goldknappheit ist es jetzt. Du nervst. Magier, kümmert euch um sie. So, genau. Oh, ich habe Gold in meinem. Der Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Okay, Skelettarmee kriege ich schon mal und ich kriege auch endlich wieder Gold. Okay, da würde ich vorschlagen. Es ist Zahltag. Ich kümmere mich als erstes um den Raum hier oben. Oder? Oh, hier sind wir gleich vor dem Tor. Hier ist auch noch eins. Sind also vier Heldentore hier.